Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator. Wir müssen ja hier noch den Kampagnenwagen von dem Herrn Giesbrecht wieder fit machen. Habe ich was im Thumbnail eigentlich richtig geschrieben? Ich weiß gar nicht. Und wir suchen ja noch ein blödes Teil. Jetzt hat der Andreas Dieters mal in die Kommis geschrieben. Von wegen, guck doch mal hier vorne nach den Gummilagerpuffen. So, hier diese Gummilager. Der hier hat 43%. Der dürfte noch in Ordnung sein. Bei dem wissen wir es nicht. 43%, okay. Ich war mir, also ich hätte es ja auch in die Kommentare geschrieben. Ich glaube, zwei davon hatte ich, meine ich, schon gecheckt. Die waren ja auch noch bei 43%. Was ja in Ordnung ist. Aber du hast vollkommen recht. Mit Sicherheit ist das dann noch bei irgendeinem anderen Teil. Jetzt komme ich ja nicht dran. Jetzt komme ich ja jetzt nicht dran. Was soll denn das? Mal nehmen wir erstmal den hier. Okay. 43%. Der ist es auch nicht. Jetzt gucken wir da hinten noch. Ich habe irgendwie hinkommen. Wo ist der? Da. Genau, dich hätte ich gerne. Der hat mit Sicherheit auch 43%. Und dann geht die Sucherei los. Ole, ole. Verdammt. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ich habe noch, Moment, gehört das Rohr dazu? Ne, warte mal, wo war das jetzt? Da oben. Boah, wie ich hier gar nichts sehe, ne? Ach so, das gehört dazu. Ne, das hatten wir auch schon getauscht, geprüft. Dies ist es auch nicht. Tja, dann ist eigentlich nur noch so Lenkgetriebe, wo ich aber eher sage, nein. Querlenker. Wo ich sage, nein, da habe ich keinen Bock drauf. Alles andere. Ne, Quatsch, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Alles andere haben wir ja soweit hier durchgecheckt. Hier hinten haben wir alles neu gemacht. Das ist soweit in Ordnung. Das Einzige, was uns noch fehlt, sind hier von den Querlenkern, die Gummilager. Hier ist noch ein Radlager. Oder die Radnabe. Das ist die Radnabe. Ne, das ist die Narbe. Auch okay. Also, ne? Okay. Das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, ist echt Querlenker. Jeweils zwei Gummilager. Ölwanne. Der Riemen hier dürfte es auch nicht sein, ne? Zugang für Motorrad. Zugang für Motorrad. Bilde. Ja, dann würde ich sagen, ja, nochmal runter mit den Rädern. Und dann nehmen wir mal den Querlenker raus. Leider nein, leider gar nicht. Der ist es damit auch nicht. Das ist ja eigentlich jetzt nur noch Ausschlussverfahren, ne? Klingt komisch, ist aber so. Okay, der war's nicht. Ach, den kann ich auch so ausmachen, das ist ja praktisch. Und auch hier leider nein, leider gar nicht. Der war's auch nicht. Verdammte Hacke, ich krieg Krise. Stoßdämpfer oder Federbeine vielmehr haben wir gecheckt. Die waren es auch nicht. Ah, ich Idiot. Nein. Jetzt habe ich das abgebrochen. Ich trottel. Das wollte ich nicht. Komm mal vorne. So. Rein damit.
Oder vielmehr eigentlich raus damit, ne? Da wisst ihr was, Leute, komm. Drauf geschissen, dann nehmen wir jetzt das Lenkgetriebe raus. Wenn es das jetzt ist, dann schreite ich aber am Besen, ey. Weil das sieht alles andere als schlecht aus. 43. 43. Hier können wir auf jeden Fall schon mal nichts verkehrt machen. So, zwei Kerl das Teil. Oh, Wunder, Wunder. Das hätte ich jetzt fast gedacht. Dass es daran auch nicht liegt. Ey, so eine Kacke. Woran liegt denn das jetzt? Dieses eine blöde Fragezeichen, was uns hier noch fehlt. Ich finde es zum Erbrechen nicht. Ich bin schon aber überlegen, ob ich hingehen soll und ja, komm, die kann man rausschmeißen. Und ja, lass den Wagen an, also beziehungsweise guck, dass er jetzt wieder anspringt und fahr dann eine Probefahrt. Um rauszufinden, wo er uns liegen könnte. Was wir jetzt noch gucken könnten, weil Öl muss ja sowieso raus. Ölwanne, und dann gucke ich mal in den Motor rein gerade. Und wenn es da ist, dann trifft mich der Schlag. So, das weiß ich, wie das ist. Bei meinem Glück auf jeden Fall. So, weg damit. So, auf die Ölwanne hier. Also, die Ölwanne ist es definitiv nicht. Lass mal prüfen hier. Was haben wir denn hier? Nein. 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 Auch nicht. Auch dieses nicht. Und auch dieses nicht. Also daran liegt es auch nicht. Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, so langsam gehen mir die Teile aus, die ich prüfen kann. Und zwar haben wir jetzt alles geprüft, außer... hier da vorne. Das kann man natürlich nicht prüfen. War ja logisch. Ich hier wieder gar nichts sehe, ne? Nichts, gar nichts sehe ich hier. Nicht hier, so, ja, viel mehr, viel besser. Viel, viel besser. So, definitiv ein klares Nein. Was ist das hier? Das ist die Servopumpe. Was müsste ich dafür alles auseinandernehmen, um an die Servopumpe ranzukommen? Eigentlich doch nur... okay, eigentlich nur, das, der Satz fängt schon falsch an, glaube ich. Moment, wir nehmen das runter. Und das. Und sie ist auch nicht. Jawohl, ja moin. Ja, dann, was können wir denn noch prüfen? Zündkerzen. Gehen wir da mal dran. Nee. Was ist denn hier? Ah ja. Zündkabelsatz. Was ist denn mit dem? Der Zündkabelsatz ist es. Ah, lol. Ernsthaft? Der Zündkabelsatz ist im Arsch.
Zündkabelsatz R4ASOHC. Oh, meine Fresse, ey. Ernsthaft? Zündkabelsatz R4ASOHC. Also doch. Ah, Alter. Ja, viel mehr Teile blieben mir jetzt auch nicht übrig, ne? Also es konnten ja jetzt nur Zündkabelsatz, Zündkerzen oder irgendwas im Motor, also sprich hier drin, hier drunter. Hätte es jetzt nur sein können, ne? Ole ole, ole ole, wir haben alle Fragezeichen erforscht, juhu. Okay, damit sind wir wieder beim Thema Singen. So, rein mit dem Öl, dann haben wir den Ölwechsel wenigstens schon mal hinter uns. So, und dann, ach ja, ich muss die Teile hier noch kaufen, ne? Ist euch mal aufgefallen? Mir ist es erst gar nicht aufgefallen, erst wie ich eben die Einkaufsliste gecheckt habe. Hier sind gar keine Scheiben drin. Der hat keine Windschutzscheibe, keine vorderen Seitenscheiben. Die hat er, Heckscheibe fehlt. Gut, das haben wir ja gesehen. Und hier die Scheiben fehlen. Läuft bei dir. Weil, ganz ehrlich. Giesbrecht. Freund Jochen, wo hast du die scheiß Karren immer her? Ehrlich. Wo holt ihr diese Trümmer her? Das ist ja wohl mal, geht ja mal gar nicht. Wie ihr sehen könnt, hier ist Mistteil. Ich war auch schon mal kaufen. Salim. Kiran. Heckscheibe brauchen wir. Rücklicht links brauchen wir. So, dann. Türscheibe hinten links brauchen wir. Hinten rechts ist da. Vorne links brauchen wir. Die brauchen wir. Und Windschutzscheibe brauchen wir. Ole, ole. Juhu. So, kann Kollege Giesbrecht die Kiste hier wieder abholen. Das ist der Wagen jetzt endlich fertig. Hat ja auch schon wieder lange genug gedauert, ne? Aber Andreas, war ein guter Tipp. Also ich habe am Ende auch gedacht, na, vielleicht waren es wirklich doch noch die Gummilager. Aber das war der Zündkabelsatz. So, haben wir die Kiste jetzt hier fertig. Wahnsinn, ne, hier hat man alles, hier haben wir alles. Wahnsinn, und ernsthaft, Geld spielt keine Rolle und ich krieg nur 12.143 Dollar. Verdammt, ey, dieser Kessel ist nicht teuer genug, ey. Zustand Technik, ey, das ist von Arsch, ey. Das wissen wir alle. Ja, Digga, kriegst du euch. Hol den Schrott hier aus meiner Garage, dankeschön. Vielen, vielen Dank. 170.000 haben wir wieder. Apropos, ich habe Teile gekauft für den hier. Ja, Andreas, grün könnte ich mir gefallen lassen. Das gucken wir uns dann später mal an. Auf jeden Fall. Ja, motorentechnisch habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf. Der wird komplett original wieder aufgebaut. Ich habe jetzt alles so Originalteile gekauft und ich habe ungefähr... Ich habe Pi mal dicker Daumen, habe ich 10.500, glaube ich, ausgegeben. Ne, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, die Reifen waren noch dabei. Also 11.500 ungefähr. 11.500 Dollar habe ich ausgegeben für Ersatzteile. Was super war, der Zylinderkopf, den hatten wir noch in der... Wir hatten den Zylinderkopf noch, wir hatten eine Kupplungsscheibe. Wir hatten... was hatten wir noch? Das waren ein paar Teile, die wir noch hatten. Gut, Hitzeschutzbleche für Dinge, das ist jetzt, ja, gut, Peanuts, passt schon. Abgaskrümmer, nee, Ansaugkrümmer, den hatten wir. Schmeiß mal den ganzen Teil hier ins Auto, ins Inventar, dann kannst du mich ja schon mal anfangen. Felgen, habe ich, da war nur eine kaputt, habe ich erstmal eine originale genommen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Da will ich erstmal gucken, wie der Wagen lackiert aussieht. Und ja, so gucken. Kipphebel. Da könnte es sein, dass ich ein paar zu viel gekauft habe. Ich habe mal 12 Stück gekauft.
Ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Motor, also Kolben habe ich 8 Stück gekauft, war ich mir auch nicht hundertprozentig sicher, was da jetzt im Motor drin war. Ich hatte keinen Bock hier nochmal reinzugucken, wie ich noch in der Einkaufsliste war. Ja, der Rest, das habe ich gekauft. Das, ich weiß gar nicht mehr, was wir noch hatten. Querlenker, ja, hatten wir alles, nur nicht das, was wir brauchten. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, das kommt auch noch hinzu, dass da noch einiges an Teilen fehlen wird. Einzige Tuning-Teile, richtig, stimmt, Karosserieteile, die habe ich als Tuning-Teile gekauft. Das waren die einzigen Teile, die ich da als Tuning besorgt habe. Passt das hier überhaupt alles ins Inventar rein? Ich habe gar keine Ahnung. Da war der Zylinderkopf, sehr schön. Ölfilter, den hat man natürlich auch. Ich habe auch gedacht, ja moin. Ein Teil, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Das haben wir auf jeden Fall auf Lager gehabt. Warum habe ich denn jetzt hier... Ich will den... Das kann nicht wahr sein. Stimmt, ja. Ist gut, vergesst das. Da muss ich ja mal dran. Das verraff ich jedes Mal, ne? Das verraff ich echt jedes Mal. So, dann drehen wir das gute Stück mal in die falsche Richtung. Er macht eigentlich nicht viel, kann man so lassen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich komm, fangen wir mit dem Motor an. Und zwar bauen wir dann erstmal die Teile ein, die wir haben. Ich sage also, da wird mit Sicherheit das ein oder andere Teil auf jeden Fall fehlen. Was wir irgendwo dann nicht da hatten. Ah, jetzt fällt mir... Ja, mir fällt zum Beispiel was ein. Was ich nicht gekauft habe, definitiv nicht. Das sind die Ploy-Lagerdecken. Die haben wir nämlich nicht. Was brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6. 6 Zylinder ist das. Okay. Ja gut, dann haben wir ein bisschen zu viel Teile, passt schon. Kolben und Kolbenringe werden wir auf jeden Fall nochmal benötigen. Also von daher war das jetzt nicht unbedingt ein Fehlkauf. Und den Originalmotor hier, da hatte ich keine Lust, den zu tunen oder sonst irgendwas. Ich bin da auch, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, das kommt auch noch hinzu, ich bin ein bisschen zeitlich in Bedrängnis gekommen. Aufgrund von ja, anderen Let's Plays, wie Bus-Simulator. Da musste ich dann doch mal ein bisschen Zeit investieren und gucken, wie ich es hinkriege und machen und tun. Und hast du nicht gesehen? Und ja. Zeit ist begrenzt, da hält sowas auf. Das darf nicht passieren. Naja, gut, okay. Wir haben zwei Dingens zu viel und ein Kurbelwellen. Wie heißt das? Kurbelwellen-Lagerdeckel zu wenig. Gut zu wissen, dann holen wir die schnell. Gucken wir mal. Kurbelwellen-Lagerdeckel einmal. Und, Lagerdeckel. 6-mal. Dankeschön. Hinein. Ja, so, jetzt. Ja und ja, Andreas, Hut ab, dass du da die Runde nochmal neu startest. Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn mir das passiert wäre, dann. Jetzt, keine Ahnung, ein kurzes Infovideo gegeben. Leute, das Let's Play endet hiermit, weil ich, keine Ahnung, meine Playstation am Fernseher und alles Mögliche aus dem Fenster geschmissen hätte. Ölwanne, die fehlt auch definitiv. Aber finde ich gut, dass du da nochmal ja, Energie hast und Bock drauf hast, dann doch nochmal neu anzufangen. Ja, was heißt Bock? Aber das passt schon. So, Moment, jetzt muss man mal gucken, was meine Ölwanne ist. Und das ist eine R6B Ölwanne. Ja, komm, die kann man auch noch schnell kaufen. Ölwanne. R6B. Dankeschön. Nee, halt. Einmal rein damit. Vielen Dank. So. Ja, haben wir den Teil nämlich vom Motor schon mal am Start und ja, dann passt das nämlich auch.
So, nein, so. Wo ist das Ding? Zündspule, da bin ich mir nicht sicher. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich war mir nicht sicher. Ich war am Überlegen. Zündspule, Wasserpumpe. Hast du die im Lager gesehen oder nicht? Kurze Info, habe ich nicht. Ja, komm, ey. Dann müssen wir jetzt aber hier. Brauchen wir das neu und das brauchen wir noch neu. So. Den Ölfilter, den hatten wir. Zündverteiler habe ich gekauft. Finger konnten wir reparieren. Käppchen haben wir repariert. Eine Klammer habe ich gekauft. Die andere haben wir auch reparieren können. Sehr schön. Und ich habe sogar daran gedacht, das Ding zu kaufen. So, Kraftstoffpumpe. Oh, okay. Fehlt uns auch. Alter, da fehlte die Hälfte vom Motor. Aber das hatte ich mir schon fast gedacht. Weil, wie ich die Teile aus dem Lager, beziehungsweise ich habe dann geguckt, alles was im Lager oder was wir repariert haben, im Lager gelassen, alles was kaputt war, rausgenommen und habe dann dementsprechend die Einkaufsliste erstellt, habe dann erstmal im Lager das Lager durchstöbert und geguckt, welche Teile wir davon da haben. Und ja, was ich so an Teilen hatte, das kam ja schon irgendwo, wo ich mir gedacht habe, da dürfte das ein oder andere fehlen. Und siehe da, es fehlt das ein oder andere Teil. Ja, die Wasserpumpe, die hatten wir da. Die haben wir repariert, sehr schön. Die Halter hatten wir auch beide nicht. Die habe ich dann auch neu gekauft. Na ja, gut, das sind Phoenix-Artikel, ne? Das ist. Ein Generator hatten wir nicht. Okay, das war ein R6B-Generator. Lichtmaschine. Wasserpumpe, Riemenscheibe, die kostet echt nichts. Die kostet nur 18 Euro. Oder Dollar. So, und dann können wir hier den Riemen schon mal wieder drauf spannen. Okay, das sind Teile, die brauchen wir noch. Fehlt hier auf der Seite noch was? Nein, dann können wir uns hier um den Kopf widmen. Ach nö. Den Kopf widmen, ne? Das ist ja schon wieder 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja gut, okay, das habe ich wenigstens in der richtigen Anzahl gekauft. Wenigstens etwas. Ich konnte mich doch noch irgendwie dran erinnern, wo ich mir gedacht habe, das ist doch der Motor mit dem 12. Ich meine, ist ja nicht so, als hätten wir das schon öfters gemacht hier, ne? Vergaser haben wir auch. Ach ne, das war eigentlich eine dumme Idee, den jetzt da drauf zu schrauben, aber gut. Ist jetzt so. Ich sträube mich noch ein bisschen. Die Dinger. 1, 2, 3, 4, 6 Zündkerzen, ja. Die haben wir auch richtig. Eigentlich auch wieder, ne? Total dämlich, muss ich dazu sagen. Übelst dämlich. Ich gucke auf den Zündkabelsatz, weil den hatten wir nicht. Und ich habe bei Zündkerzen geguckt und den Kabelsatz gesehen. R6B, okay, war mir klar, den brauchen wir. Daran habe ich schon gesehen, 6 Stecker, also 6 Kerzen. Wie viel Kolben kaufe ich? Obwohl, ne, die Kolben K kommt vor P. Vor Z. Okay, dann hat sich das eigentlich auch schon wieder erledigt. Dann passt das ja dann trotzdem. Warum so tief? Da sehe ich nichts. Also. Und, nee, stimmt, da hatte ich ja dann schon 8 Kolben und Kolbenringe gekauft. Ich hatte nur irgendwo was mit V8 gesehen, da ich mir gedacht, ah, V8, zack, 8 Kolbenringe. Aber beim Zündkerzen war es mir, oder beim Zündkabelsatz ist mir aufgefallen. Aber ich sag ja, Kolben, die brauchen wir eh ständig laufen. Für irgendwelche Motoren mit Kipphebel. Diese Friemelsarbeiten, das ist so hammerhart nervig hier. Ich könnte so heulen. Jedes Mal aufs Neue könnte ich hier abknatschen. Ey. Wenn ich eins überhaupt nicht gerne einbaue, sind es die Teile. Nach wie vor.
Und der Witz ist, ich laber jetzt einfach erstmal, statt ich hier einen Schnelldurchgang durchmache, aber ist egal. Muss ja auch mal sein. So. Komm, die letzten vier hier. Die schaffen wir jetzt auch noch. Ey. Einmal. Zweimal. Oh, der war gut. Dreimal. Und komm mal. Viermal. Jawohl. Oh, die Dinger schon mal drin. Und wie der Motor hier schon wieder leuchtet. Das Ding ist, den Marken dürfen wir nicht verkaufen, weil das alles Teile von uns sind. Und ich verkaufe hier mit Sicherheit keine teuren Zylinderkopfteile. Zylinderkopfhaube, hey. Wundert mich jetzt eher wenig. So, das Ding haben wir aber schon mal. Das Ding haben wir schon mal. Und ich hoffe auch, dass da. Ah, das war ja klar. Nein, halt. Naja, gut, okay. Da haben wir wieder Teile, die wir kaufen müssen. Das passt. Ja, das machen wir später. Aber das sieht doch mal wieder ordentlich aus, finde ich. Oder? Ja. Ja, dann können wir eigentlich schon hier an die Karosserie dran gehen. Die Starrachse zum Beispiel, Hinterachse, die hatten wir auch. Was mir gerade einfällt. Hat der nicht eigentlich auch, muss der nicht eine Kardanwelle haben? Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich habe gar keine im Inventar. Ja, natürlich kommt da eine Kardanwelle rein. Eine im Inventar. Ah ja, Hammer. Die haben wir auch repariert, sehr schön. Ja, dann passt das doch. Dann würde ich sagen, keine Ahnung, dann beenden wir hier mal die Folge. Bevor sie zu lang wird auch. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ich gehe jetzt im Offscreen die fehlenden Teile da für den Motor noch kaufen. Dass wir den dann in der nächsten Folge zusammensetzen können und mal wieder hier in die Karosserie hängen. Ja, und dann ist ja der Rest eigentlich nur eine Formsache. Ne? Hier Achse drunter, der ganze Driss hin und her. Da wird er lackiert und dann haben wir wieder nice. Finde ich gut. Finde ich hervorragend. Finde ich so richtig dieses andere gut. Und ja, schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch was und ja, freue mich auch darauf, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ja, lasst gerne auch mal ein Abo auf meinem Kanal da, würde mich auch freuen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.